Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation, meine Freunde. Weiter geht's. So, gleich mal auch zu der nächsten Mission hinrennen mit unseren geilen Regenschirm natürlich am Start, wie immer, wie immer. Und ja, aus dem Weg. Aus dem Weg, tuff, 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 ich bin die Eisenbahn mit einem dicken Booty und einem Regenschirm. Wo müssen wir lang? Zu unser Haus oder wie schaut's aus? Zu unser Haus oder wie schaut's aus? Hat sich gereimt. Ach nur. Nachricht aus dem Norden. Los geht's. Obwohl der Wiederaufbau unseres Netzwerks sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, reicht unser Arm und Dank unserer amerikanischen Freunde weiter als je zuvor. Einer der neuen Informanten fand einen Loyalisten in New York, der mit ein wenig Nachdruck den Company Man vielleicht demaskieren könnte. Bitte, geh nach New York und suche deinen Bruder Connor. Ich bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Officer Davidson aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Das ist Gil, wie sie diesen Brief gehalten hat. Alter. Das kann sie. Das kann sie. So. Boah, dieses Outfit sieht aber viel geiler aus als das vorherige, finde ich. Besonders mit diesem Pelz, ey, habe ich gar nicht mal wirklich gesehen, dass die so einen geilen Pelz da noch hat. Oder hatte sie den schon auch bei dieser schwarzen Rüstung? Keine Ahnung, auf jeden Fall fortsetzen hier. Oder hat sie jetzt einfach diesen Pelz rausgehauen, weil hier ein bisschen Schnee am Start ist? Ja, ein bisschen ist gut, ich weiß, aber das könnte sein, dass die den Pelz jetzt rausgehauen hat wegen dem ganzen Schnee hier. Connor! Ich bin Aveline de Grandpré, dein Bruder aus New Orleans. Ja, Achilles sagte, du würdest kommen. Ich suche einen Loyalisten, Officer Davidson. Aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Das Regiment ist hier durchgezogen. Sieh dir nur all die Zerstörung an. Ihre Spur führt hier lang. Wir folgen ihnen unauffällig. Hier drüben. Durch die Bäume. Eine Falle. Folge du der Wache. Ich halte diese Männer auf. Ja, viel Spaß, Connor. Das schaffst du ja. Du hast es ja drauf, du geile Sau, du. Dann folge ich das mal hier die geile Wache. Bleiben Sie stehen, Sie Schuft. Sie böser, böser Mann, Sie. Lass mich los! Wenn du leben willst, sprich. Wo ist Davidson? Wer? Komm schon, letzte Chance. Er ist im Vor. Viel zu leicht. Warum genau nennt ihr euch noch gleich Loyalisten? Loyalität ist leichter im Schutz eines Forts als draußen im Schnee mit einem Messer am Hals. Lauf heim, los! Und lass dich nie wieder blicken. Du würdest es sicher bereuen. Ja, Ma'am. Das war ein Arschtritt. Zum Vor! Das wäre irgendwie total geil, wenn wir jetzt da hochklettern müssen. Müssen wir sogar. Oh, das ist geil. Okay, in weniger als eine Minute. Okay. Das wird funny. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach nicht hier so stupide nach oben geklettert ist. Dass da auf uns hier ein paar Hindernisse warten. Ist das jetzt der richtige Weg, den ich hier nehme? Ich hoffe mal. Ja. Und hier weiter hoch. Hier, komm. Hier, mach hier. Zack. Jawohl. So, und jetzt hier dran hangeln. Ja, läuft doch recht in Ordnung. So, jetzt hier hoch, ja. So, komm einer. Wo ist eigentlich Connor, die alte Sau? Steht er da noch unten und wartet auf uns, bis wir da auch hochgeklettert sind. So, jetzt hier ran, komm. Schneller, 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 Aveline. Schneller. Jetzt noch hier. Komm, komm, komm mal rein. Jawohl. Easy peasy. So, dann wollen wir mal stürmen, Connor, ne? Erstmal zur Brücke gelangen. Ist irgendwie total geil, mit Connor unterwegs zu sein. Connor, du geile Sau, du! Sum, 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 sum.
Attacke! Haha, nicht getroffen. Ihr miesen Kackburschen hier. Ihr habt da eh nichts drauf. En garde! In die Fresse! Warum ich hab gekontert? Was soll denn der Scheiß? Was soll denn der Scheiß? So. Jawoll. Und zack. In die Fresse! Aha. Kein Ding. Plündern wir eben auch noch hier diese schöne Kiste. Wenn wir schon mal hier sind. Nee, Connor, das ist nichts für dich. Ich bin hier der Plündermeister. Ja. Achso, das ist so ein Kerl. Mir kannst du noch was lernen. So. Komm wieder down. Jawohl. Und schön an euch das Seil. Von hinten. So, da wäre denn die Brücke. Ja. Und ein wenig... Kommst du darüber? Na klar. Rumjumpen. Wahrscheinlich erstmal hier so. Den Balken... Achso. Connor, das schaffst du nicht? Pussy. Wie geht's jetzt weiter? Hier hoch irgendwie, oder was? Würde ich sagen, ne? Ah. Jetzt hier entlang. Und... Zack. Dann stoßen wir mal die Balken hier. Oh. Jawohl. Achso, er kam bis hier, aber von hier aus kann er halt nicht darüber springen, wegen er hat ja keine Peitsche. Jaja, lass dir ruhig Zeit. Da sind die nächsten Wachen in die Fresse. Oh. Und bam. Jawohl. Kein Ding. Sind ja alle hier Pussys. Haben ja nichts drauf. Und da wäre schon das Fort. Ach, super. Findest du einen Weg rein? Ich gehe außen rum und lenke sie ab. Ja, ja, mach das. Spiel mal den Lockvogel oder so. So. Und zack. Juhu. Und... über den Wall des Forts springen. Ja. So. Läuft ja alles wie ihr schmiert. Und da müssen wir nochmal ein bisschen die Peitsche rauslassen. Hä? Hey, hey. Hallo, Leute. Daneben. Ihr Pussis, ihr. So. In die Fresse hier. Zack. Und zack. Kein Ding. Davidson finden, die alte Sau. Wo ist er denn? Wo ist der sich hier am Verstecken? Das ist Davidson schon, ne? Das ist nicht Davidson. Gibt aber trotzdem eine rein hier. Was hier los? Den Wachturm betreten. Okay. Dürfen wir kämpfen oder wie schaut's aus? Ja, wir dürfen kämpfen. Wir dürfen einfach Rambo spielen. Auch gut. Ja. Das geht aber nicht, oder? Ah, klar. Geh down. Jawohl. Na komm. Puh. Und zack. Down. Du ebenfalls. So. Jawohl. Jawohl. Metzeln wir uns einfach hier durch, sagst du. Hammergeil. Ja, steck die Klinge ein und mach hier nicht so einen Wirbel hier. Mann, 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 Mann. Was? George? Bist du das? Officer Davidson. Würdest du mir bitte den Respekt erweisen, der mir zusteht? Du kämpfst für die Briten?
Du arbeitest für meinen Feind, der dich versklavte? Das stinkt zum Himmel! Ha! Die Loyalisten versprachen mir die Freiheit. Dafür kämpfe ich und werde auch gewinnen. Unterdessen sind die Armen und Sklaven ihre Opfer in New Orleans. Und du spielst den Helden in New York. Wem dienst du denn? Und hältst du dich tatsächlich für frei? Nächstenliebe beginnt bei sich selbst, Miss Aveline. So ein Pisser. Na denn, musst du wohl sterben, Davidson. Hast wahrscheinlich eh nichts drauf. Okay, er wehrt schon ein paar Sachen ab hier. Aber er hat eh nichts drauf hier, von daher, geh down. Na warte, wenn ich dich kriege, du alte Kaxe. Oh, Moment, das haben wir gleich. Hier hoch, so, komm, mach hinne, Aveline. So, jetzt schnell hier hoch, komm, kletter hoch. Oder müssen wir weiter hier nach rechts? Scheinbar weiter nach rechts, okay. Hä? Achso, jetzt wieder nach oben, scheinbar. Nee, das ist total falsch, was ich hier gerade mache, Moment. So, und scheinbar dann von hier aus so, ah, Mann. Wir haben Zeit. Wir lassen uns richtig ordentlich viel Zeit. Kein Problem. Komm, mach hin, Aveline, komm, mach hin. Kletter, was das Zeug hält. Schneller. Wohin? Da. Nee, nicht da dran. Scheiße, das schaffen wir niemals. Alter! War das knapp. Scheiße, wa? Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Nun, im Tod, findest du Freiheit. Du spottest meiner. Ich wählte mein Schicksal. Das ist wahre Freiheit. Vielleicht verstehst du es eines Tages. Ich... Wer ist der Company Man? Ha. Die Antwort lag die ganze Zeit in greifbarer Nähe. Mach endlich die Augen auf. Hast du gefunden, was du suchtest? Ja. Und leider noch viel mehr. Connor, bist du dir stets sicher, was Mittel und Wege der Bruderschaft angeht? Ich vertraue meinen Händen. Natürlich. Gute Reise. Es ist die Ankunft, die mich sorgt. Dann bist du auf dem rechten Weg. Pass auf, der Company Man ist in echt unser Verehrer hier, wo ich jetzt gerade nicht den Namen weiß von dem Knallkopf. Wie heißt er denn nochmal? Oh, hab ich total verplant, ey. Kein Plan. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er der Company Man ist. Irgendwie. So, meine lieben Freunde, wir sind schon bei 15 Minuten angelangt scheinbar. Ja, dann würde ich sagen, dass ich dann gleich mal den Part beenden werde. Wir werden höchstens noch zur nächsten Mission latschen. Außenweg, Mann. Jeder hat hier irgendwie so einen Apfel. Mann. Ja, wir latschen noch zur nächsten Mission auf jeden Fall und dann wird der Part beendet. Was ist denn das jetzt eigentlich hier? Wir sind doch in gar keiner Mission, aber warum ist hier noch so ein grünes Symbol? Was hat das zu bedeuten? Was soll der Scheiß?
Ja, dafür häng ich. Das will ich sehen. Das will ich sehen. En garde, du Pisari. Sushi! Was ist denn das für ein Symbol da? Dieses Grüne. Was ist das? Hm. Was macht die denn hier? Oh! Ja. Das will ich sehen, dass ich das bereuen werde. Aua. Geh doch down. Ja. Und du auch. Super. Anhalten! Naja. Geht nicht auf die Eier hier. So. Auch toll. So. Und so. Hä? Was ist das hier? Was hat das zu bedeuten? Oder ist es hier wieder dieser Bürger-E-Scheiß-Kopf? Du weißt, dass sie dich belügen. So, meine lieben Freunde, da wäre ich auch schon wieder. Keine Ahnung, was das gerade eben wieder war. Aber irgendwie ist das Spiel mal wieder abgestürzt. Ich zeige dir meinen Special Erudito. Zeig ihm mir deinen geilen Erudito-Karte. Oh, du geile so. Auf jeden Fall sollen wir jetzt hier wieder Bürger E hier suchen. Ist natürlich ein bisschen scheiße, dass unser Bekanntheitsgrad ein bisschen zu hoch ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da oben einfach am Rumschillen ist. Der Bürger E. Und wir klettern mal da nach oben. Besonders haben wir ja dann so oder so eine bessere Aussicht. Von daher. Aber ist schon auf jeden Fall sehr nervig, dass Assassin's Creed Liberation mal sich denkt, hey, ich stürz mal ab. Hey, das macht ja Spaß. Bürger E ist doch nicht hier oben. Ist der doch hier irgendwie am Rumschillen hier unten irgendwie? Also ich sehe ihn nicht. Ach, da ist er. Den habe ich gerade gesehen. Der ist doch da oben. Haha. Dann mal ab nach oben. So, wie geht's jetzt hier weiter? Wie komme ich da nach oben? Oder einfach nach oben klettern so? Achso. Auch gut. So. Und jetzt hier hin, genau. Perfekt. Läuft ja alles wie geschmiert. Und, Moment. Jetzt machen wir ganz stylisch. Runter mit dir, du Alter! Was? Also ich muss jetzt mal hier Ziel lokalisieren. Ja, das ist das Ziel, was ich eliminieren soll. Und damit ihr gut, Alter, so. Papa, ich bin nicht... Warum gingst du fort? Ich hätte dich geheiratet, wenn ich... Mein Arrangement mit Madeleine war geschäftlich. Sie überzeugte mich. Wenn die Gesetze nur... Kannst du mir jemals verzeihen? Ich weiß nicht, Papa. Okay, ja toll, jetzt bin ich jetzt hier irgendwie. Auch gut. Ja, dann würde ich mal sagen, dass ich weiter einfach zu der nächsten Mission latsche. Ja. Das war halt eine Zwischensequenz einfach, wo unser Papa krank war, aber jetzt ist er ja tot. Und ja. Ja toll, jetzt haben wir immer noch so ein geiles... Darm-Dingens-Kostüm an. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir jetzt hier unser Ziel angelangt sind und dann werde ich das mal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed Liberation. Haut da rein!